Herzlich willkommen zu Soul Food Journey. April 2014. Hallo, du verdammte essgestörte Kira. Ich frage mich sehr oft, warum es dich überhaupt gibt, warum du in mein Leben getreten bist und was du von mir willst. Du bringst nichts Positives in meinem Leben, im Gegenteil. Ich habe das Gefühl, dass mein Leben durch dich weniger glücklich geworden ist und ich verlernt habe, Gefühle zu spüren und meinen Mitmenschen zu zeigen. Wenn ich an die fast 7 Jahre zurückdenke, wie viel Freude und Glück du mir genommen hast und wie viele schöne, viele Momente es hätten sein können. Dafür hasse ich dich. Ich verabscheue dich mehr als alles andere in meinem Leben und möchte nichts lieber, als dich für immer loswerden. Und damit meine ich für immer. Du stehst mir immer im Weg, egal was ich mache. Das befreiende Gefühl nach dem Erbrechen ist noch nicht mal so lange anhaltend, dass ich mich darüber freuen kann. Nein, es fühlt sich erbärmlich, eklig und schlecht an. Das Erbrochene stinkt. Ich spucke teilweise Blut und mein Hals tut verdammt weh durch das Würgen und Rumstochern mit der Zahnbürste in meinem Hals. Mein Bauch tut extrem weh durch die Unmengen an Essen. Das Gesicht sieht aufgequollen aus durch das Würgen und mein Zahnfleisch tut durch die Magensäure auch weh. Was soll die Scheiße? Warum tust du mir das an? Ich brauche und will dich nicht mehr an meiner Seite haben. Ich möchte ohne dich weiterleben und all die schönen Momente in meinem Leben mit echter Freude und Glück spüren, ohne dich im Hinterkopf zu haben. Finde dich damit ab und akzeptiere, dass ich nichts mehr mit dir zu tun haben möchte und wir in Zukunft getrennte Wege gehen werden. Es ist schwer, dich nach Jahren gehen zu lassen, aber ich weiß, es ist besser für mich und möchte dich deshalb alleine weiterziehen lassen. Ich brauche dich nicht mehr und möchte nicht, dass du meinem Leben noch mehr Schaden zufügst. Ich habe sogar geliebten und mir wirklich wichtigen Menschen wehgetan und bin mir sicher, dass du daran ein Stück mit Schuld trägst. Du warst immer schlecht drauf, extrem launisch und wusstest nicht einmal warum. Deine Launen und deine Unzufriedenheit hast du an diesen Menschen ausgelassen und hast damit vielen Unrecht getan oder sie enttäuscht. Darauf habe ich einfach keinen Bock mehr. Ich möchte einfach so sein, wie ich bin und möchte all meinen Freunden zeigen können, wie ich mich fühle und wie wichtig sie mir sind. Ohne dass ich Selbstzweifel oder Schuld für irgendwas bei mir suche. Ständig verdrehst du meine Realität ins Negative und beziehst alles im Außen negativ auf meine Persönlichkeit. Damit ist jetzt Schluss. Das kannst du gerne weiterhin tun und weiterhin unglücklich sein und noch unglücklicher werden, aber mit Sicherheit nicht in mir. Such dir ein anderes Opfer oder verschwinde am besten ganz aus dieser Welt. Dich braucht wirklich niemand. Ich hätte zwar nie gedacht, dass ich jemandem sowas jemals sagen werde, da ich weiß, wie traurig dieser Gedanke einen selbst macht. Aber bei dir bin ich mir ganz sicher. Du bist nervig, scheiße, kacke, im wahrsten Sinne des Wortes einfach nur zum Kotzen. Verschwinde aus meinem Leben. Dass ich mich nicht gut mit meinen Eltern verstehe, macht mich traurig, ja. Aber mir ist wichtiger, dich loszuwerden, als wieder Kontakt zu meinen Eltern aufzunehmen. Und das muss einiges bedeuten, denke ich, da mir die Tatsache, eine Familie im Leben zu haben, sehr wichtig ist. Da ich aber weiß, dass es mit dir nicht geht, muss ich erst dich komplett loswerden und kann dann wieder versuchen, das Verhältnis zu meiner Familie aufzubauen und zu verändern oder zu verbessern. Mit dir an meiner Seite kann ich das vollkommen vergessen. Das weiß ich einfach aus jahrelanger Erfahrung. Ich lass mir doch von dir nicht meine Familie nehmen, das kannst du auch vergessen. Du bist das Schlimmste, was ich bisher erlebt habe und ich werde dir auch niemals verzeihen, was du mir angetan und genommen hast.
Ich akzeptiere, was gewesen ist, denn das kann ich nicht mehr ändern. Aber ich mache so nicht weiter, denn meine Geduld ist am Ende und ich habe die Schnauze mehr als gestrichen voll von dir. Das Fass ist komplett und schon lange übergelaufen. Ich hatte nur nicht den ausreichenden Willen und den Mut, es dir zu sagen. Aber nun ist mir klar, dass ich dich nicht brauche. Es gibt bessere Wege zu leben und du gehörst eindeutig nicht dazu. Deine Kira. Puh. Euch ist bestimmt unter meinen Beiträgen bei Facebook oder auch bei Instagram schon aufgefallen, dass ich mich am Ende immer mit ein Hoch auf uns verabschiede. Und das ein Hoch auf uns kommt aus dem Liedtext von Auf uns von Andreas Burani. Denn dieses Lied bedeutet mir persönlich wirklich unglaublich viel. Das Lied und der Liedtext wurden am 14. April 2014 veröffentlicht, also genau zu dem Zeitpunkt, als ich mich gerade mit der Diagnose Bulimie und mittelschwere Depression in einer psychosomatischen Klinik in Bad Arolsen befand und unter anderem auch diese Worte an mich geschrieben habe, die ich eben vorgelesen habe. Dieser Schritt war für mich damals einerseits wirklich sehr schwer, hat mich traurig gemacht und war gleichzeitig unfassbar wichtig. Ich habe diesen Schritt in die Klinik zu gehen für mich persönlich zu meinem letzten Versuch erklärt, einen Weg für mich aus der Essstörung zu finden. Ich habe mir damals nichts mehr gewünscht, als endlich glücklich zu sein. So glücklich zu sein, wie ich bin und mit allem, was in meinem Leben ist. Zu dem Zeitpunkt war das wirklich kaum vorstellbar. Ich konnte mir nicht vorstellen, jemals wieder ein normales Leben zu führen. Ich wollte, wie auch in dem Brief geschrieben, meine Essstörung einfach nur loswerden und hatte gleichzeitig unglaublich große Angst davor, sie zu verlieren. Was sich unterbewusst bei mir abgespielt hat, war, dass ich mich gefragt habe, was bleibt in meinem Leben ohne Essstörung? Und diese Frage war der Antrieb meiner Angst, der Angst davor, die Essstörung zu verlieren. Denn die Antwort, was bleibt, wenn ich keine Essstörung mehr habe, war ich. Ich bleibe alleine mit mir zurück. Und das Alleinesein, allein der Gedanke daran, war für mich nicht auszuhalten, da ich sofort dachte und davon überzeugt war, ich bin nichts. Mit dem Gedanken daran, dass meine Essstörung weg war und ich sie nicht mehr habe und sie loslassen muss oder sie auch verlieren würde, fühlte ich mich durch die Angst und durch den Glaubenssatz, ich bin nichts, immer und wirklich immer mit mir selbst und mit mir alleine leer, sinnlos, wertlos, wie ein Nichts. Denn ich wusste zu dem Zeitpunkt wirklich nicht, wer Kira ist. Nach 7 Jahren in Angst, Mangel und Misstrauen hat mich dieser Klinikaufenthalt wirklich aufgeweckt und auf einen Weg gebracht, den ich jetzt seit 3 Jahren gehe und keinen einzelnen Moment davon bereue, selbst nicht die Rückfälle und die Rückschläge. Der Brief, den ich eben vorgelesen habe und damals in der Klinik an mich selbst geschrieben habe, verdeutlicht mir selbst und euch hoffentlich auch heute, dass es tatsächlich eine Reise ist und jeder Mensch seinen eigenen Weg findet und gehen muss, in der Zeit, die er selber braucht. Und wie ihr gehört habt, befand ich mich vor 3 Jahren noch an einem ganz anderen Punkt als heute, mit einem anderen Verständnis und einem wirklich ganz, ganz anderen Bewusstsein meiner selbst. Aus meiner heutigen Sicht weiß ich, dass die Essstörung nicht gegangen ist. Sie ist nicht weg. Ganz im Gegenteil. Denn mein Weg nach der Klinik, nachdem ich wieder zurück war, zu Hause in Hamburg, bestand daraus, meine Essstörung Stück für Stück und so gut wie eine beste Freundin kennenzulernen,
mich intensiv mit ihr zu beschäftigen, sie anzunehmen, dankbar zu sein, sie zu lieben und mir ein Leben mit ihr aufzubauen. Ein Leben, in welchem sie und ich glücklich sind und wir beide genau das bekommen, was wir brauchen, um uns gegenseitig nicht mehr im Weg zu stehen. Ich habe während dieser 3 Jahre meinen Kampf in Achtsamkeit, Anerkennung, Dankbarkeit und Liebe eingetauscht. Immer wenn ich das Lied Auf uns von Andreas Burani auf CD oder am Radio oder auf der Spotify-Liste höre, muss ich immer an diese Zeit in der Klinik denken, an mein früheres sowie an mein heutiges Bewusstsein meiner selbst und bin immer wieder so sehr von dieser Entwicklung und Veränderung berührt, dass mir vor Freude wirklich die Tränen kommen. Was ich damit sagen möchte über dieses Lied, ist, dass das Lied mich selbst vor 3 Jahren auf einem Stück auf meiner Reise begleitet hat. Und ich bin der tiefen Überzeugung, dass es für jeden Menschen, wirklich jeden Menschen, einen Weg gibt, welcher in seinem Herzen verborgen liegt. Ich hatte den Schlüssel zu meinem Herzen schon fast weggeworfen und habe nur durch die intensive Beschäftigung mit meiner selbst gesehen, wie viel in mir steckt, wie viel für mich bereitsteht im Leben und auch schon sehnsüchtig darauf wartet, dass ich endlich anfange zu leben, bewusst zu leben. Und wenn dir das Leben eine Lektion wie eine Essstörung schenkt, dann schau genauer hin, anstatt weg. Veränderung ist möglich für jeden Menschen. Willensstärke alleine, so wie ich auch in dem Brief geschrieben habe, dass ich mir nichts mehr wünsche als ein glückliches Leben ohne Essstörung. Aber diese Willensstärke alleine reicht dafür nicht aus. Ich und du vielleicht auch, sollte etwas anderes aus dieser Lektion lernen als Willensstärke. Ich sollte mich kennenlernen und ich sollte mich lieben lernen, anstatt dagegen anzukämpfen oder ein Stück von mir selber weghaben zu wollen. Ich war damals bereit, mich auf meinen Weg zu begeben, auch wenn ich noch nicht bereit war, die Essstörung anzunehmen. Was ich also wirklich in den letzten 3 Jahren gemacht habe, ich habe den Kampf gegen Annahme, Dankbarkeit und Liebe eingetauscht. Alle Menschen und alle, die zuhören, befinden sich auf ihrer eigenen persönlichen Reise. Vertraut eurem Leben im Hier und Jetzt, dass Veränderung auch für euch immer und überall möglich ist. Erlaubt euren Herzen, dass sie sich öffnen und ihr wahres Bewusstsein nach außen kehren. Mein tiefster und wirklich tiefster Wunsch ist es, dass jeder Mensch an sich selbst glaubt und daran, dass es einen Weg für ihn gibt, welcher zu dem Leben führt, welches er sich wünscht. Das bedeutet nicht, dass es einfach ist oder dass du etwas geschenkt bekommst. Es braucht seine Zeit und es ist auch manchmal oder sehr oft, auch anfangs gerade, es ist anstrengend und trotzdem vertraue darauf und glaub daran, dass es einen Weg gibt. Es gibt meiner Ansicht nach auch kein richtig oder falsch bei persönlicher Weiterentwicklung. Es geht immer darum, Inspiration für sich zu sammeln, anschließend selbst loszugehen und verschiedene Dinge für sich selber auszuprobieren, um letztendlich den eigenen Weg zu finden und diesen Stück für Stück zu gehen. Und wenn du jetzt aus dieser Folge genau diese Inspiration, von der ich gesprochen habe, für dich mitnehmen konntest, dann freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes von dir und möchte einfach nur noch aus tiefstem Herzen sagen, ein Hoch auf dich. Falls du noch nicht angemeldet bist, es gibt am 6. Mai mein erstes Live-Webinar zum Anti-Diät-Tag. Den Link findest du in den Shownotes dafür. Es ist kostenlos, trag dich einfach ein und log dich ein am 6. Mai. Außerdem habe ich gestern ein Gewinnspiel gestartet, was noch bis Sonntag läuft, für einen unglaublichen Film Embrace, umarme dich. Den findest du bei Facebook, auch mit Link in den Shownotes. Bis nächste Woche.